Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zur 50. und wahrscheinlich oder ziemlich sicher letzten Folge von The Legend of Zelda The Minish Cap. Ja, wunderbar. Wir müssen Herzen farmen, weil ich einfach irgendwie zu blöd bin, einen Feenbrunnen zu finden. Ist das bitter? Ja, ich denke schon. Aber ist halt so. Deshalb muss ich Herzen farmen. Aber hilft halt nichts. Ist halt so. So. Obwohl, irgendwo, wo war da so ein Feenbrunnen? Ich habe mich da furchtbar aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, warum ist da bitte ein Feenbrunnen? Braucht doch kein Mensch hier. Ich weiß nicht mehr, wo der genau... War der nicht sogar im Schloss drin irgendwo? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich guck mal im Schlossgarten. Ich glaube, da war irgendwo einer. So. Weil wir sind nämlich kurz vorm Ende, hoffentlich. Ja, wir haben 3 rote Elixiere, was gut ist. Heilen wir nämlich komplett alles auf. Und... Ja, vielleicht schafft man diesmal auch den Endboss. Gut wär's. Bin gespannt. So. Ich bin gespannt. Und jetzt schauen wir mal, weil vielleicht in einen dieser beiden Brunnen, ja. Ich bilde mir ein, dass da vielleicht irgendwo einer gewesen ist, aber ich kann mich auch... Ja, oder nee, die sind beide so, ne? Die sind ja beide so. Da war der Schwertmeister. Unten. Hat der vielleicht eine Fee? Nö, ein Rubin. Und nix. Könntest du mich heilen? Nö. Eieiei. Unfreundliche Wesen, ihr. Noch ein Rubin. Super. Gut, was will ich überhaupt mit einer Fee? Ja. Wir kommen ja nicht mal Herzen raus. Ah, doch, hier. Aber ich war hier nicht irgendwo ein Feenbrunnen. Dass ich mich so schlecht dran erinnern kann. Das ist ja ein Wahnsinn. Was ist mit meinem Hirn geschehen? Früher war das... Was machst du hier? Och Gott. Das ist kein Zutritt. Ja, es ist schon okay. Ich habe schon verstanden. Mensch. Okay, der lässt mich hier wirklich nicht rein. Ja gut, da muss ich wohl nochmal raus. War da ein Feenbrunnen? Vielleicht hier die Geschichte da? Da in dem Baum drin? Ja, wunderbar, sehr schön. Jetzt könnte ich sogar statt den Talisman... Nee, ich glaube, ich brauche den Talisman. Ich brauche die Fee. Das ist ja wirklich nur ein Notfallding. Okay, und ich merke mir, dass da ein Feenbrunnen ist, weil falls wir nochmal vergeigen, wo die Chance relativ hoch dazu ist, dann müssen wir da ja nochmal rein. So. Also, schnell durch. Und wir nehmen... Ich glaube, der blaue war es, oder? War das der richtige? Nee, es war natürlich der rote. Eieiei. So. Ein epischer Fail war das. Ja, bla bla bla. Ich weiß schon, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ihr seid gekommen. Zu spät. Ist schon okay, alles gut. Jupp, jupp, wir haben keine Zeit. Ich laufe da vorbei, damit ich an dem Typen irgendwie vorbeikomme. Ja, ist okay. 2 Schläge. So, und da muss ich das jetzt ein bisschen anders machen, weil das war mir letztens ein bisschen zu wenig zentral. So, und so ist, glaube ich, besser. Und dann schlitzen wir uns einfach durch. So, so geht das gut. Okay, so ging das letztens gut, diesmal eher nicht so. Ist egal, komm. Ach, ich muss ja mit allen Vieren hoch, ne? Da war ja was. So. Ein Herz. Machen wir wieder so. Ging letztes Mal besser, ne? So. Sehr schön. Ah, und jetzt kommt da eine Fee raus. Toll. Ja, ist schon recht. Alles gut. Ja, oh, Glocke nochmal geläutet. Ist schon okay. Ja, ja. Oh, wow. Stimmt, da war ja was. Ich habe wenig Bomben immer noch. So, ja, 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 ja. Komm, einen Treffer zumindest. Ja. Wirbel, wirbel, wirbel rum, wirbel rum, wirbel rum, wirbel rum. Autsch. Wow, das war spannend. Hallo? Was ist mit euch los? Könnt ihr bitte aufhören, mich da als Spielball zu verwenden? So. Irgendwie schaffe ich es nicht, dass ich einen mal von den dreien wegräume. Naja, gut. Zum Glück sind die jetzt nicht so stark. Oder sind sie? So, einer ist weg. Sehr schön.
Ja, der Schwarze ist ja fast nicht zu stunnen, ne? So. Eieiei. So, okay. Nehmen wir noch der Schwarze. Den kriegen wir auch schnell. Okay, wunderbar. Sehr schön. So, weiter geht's. Ich habe fast keine Bomben mehr. Das ist nicht gut. Vielleicht brauche ich die noch. Oje, oje. Ja, ist okay, haben wir schon alles gesehen. Ich weiß also, wer die Story sehen will, bitte vorherige Folge. Und tschüss. Oh nein. So. Gut. Ich würde sagen, wir rüsten gleich mal, ja. Rüsten wir gleich mal den Staubsauger aus, den wir hier jetzt ja brauchen, ne? Den magischen Krug. Der Krugheit. So, einmal magischer Krug. Ich habe letztens hier schon, glaube ich, schon fast schon Herzgebimmel gehabt, ne, bei dem. So, abwarten. Ui. So. Okay, so funktioniert das definitiv nicht. Na super. Ja, toll. Nein, aus, aus. Aus. Ja, super. Ich brenne. Hilfe, ich brenne. So, okay. Einfach sterben. Komm, einfach sterben. Wär das Einfachste, ne? Okay. Einfach einsaugen. Einfach ein... Nein! Ich muss immer aufpassen, weil ich immer so leicht brenne. Und das Brennen doch eher schmerzt, ne? So, haben wir das jetzt... Ich glaube, wir haben es runtergesaugt, ne? So. Gut. Nummer 3. Okay. So. Gut, wir haben alle eingesaugt. Wunderbar. So. Ja, sehr schön. Nein. Oh, er ist schon tot. Okay. Sehr schön. Aje, oje. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich unterschätzt, ne? Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, was ich dazu sage. Außer, dass du dich jetzt noch hässlicher transformierst, ja? Und ich aber Items bräuchte. Ein Auge. So, da brauchen wir jetzt Pfeil und Bogen. Zum Glück haben wir ja so viel Pfeile. So. Ja, ist schon recht. Oh, das ging jetzt gut. Ist so schön, wenn man dann weiß, wie es eigentlich funktioniert jetzt. Okay. Alles klar, hab schon verstanden. Nein, ouch, ouch. Böse. So. Könntest du bitte, genau. Ich wollte gerade sagen, bitte hier aus dem Weg gehen. So, und schlagen. Draufhauen, 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 draufhauen. So, sehr schön. Und tschüss. Okay. Das wäre dann wahrscheinlich die Seite einmal. Juhu, Pfeile. Nein, ouch, 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 ouch. Böse, böse Stachis. So. Ach, ich muss wahrscheinlich, beim einen muss ich wahrscheinlich einmal mit dem heiligen Auge irgendwie, mit dem heiligen Auge, mit dem heiligen Schlag ran, ne? So, okay. Warum konnte ich da jetzt nur einmal draufschlagen? Weiß man nicht so genau, ne? Okay, jetzt wird er richtig wild, offensichtlich. Richtig wild wird er. Der Vati und die Mutti. Weiß. So. Okay. Könntest du bitte einfach sterben? Einfach nur sterben. Nicht hier mich verfolgen, das finde ich nicht gut. So, welche Seite könnte es sein? Okay, unten, ganz normal unten. Okay, alles gut. Alles gut, ganz normal unten. So. Upp. So, und einmal da und einmal da. Nein, ouch, ouch, ouch. Nicht intelligent werden auf einmal. Nicht deine üblichen dummen Bewegungsmuster. Ah ja, Gott sei Dank.
So. Button mashen. Könntest du... Oh Gott, jetzt ist der immer noch nicht tot. Wann könntest du bitte sterben? Okay, da nicht. Da nicht. Da nicht. Ah, da. Okay, die Seite. Alles gut. Verstehe, verstehe, verstehe. So. Okay. So, jetzt aber. Sehr schön. Und er ist tot. Das darf nicht wahr sein. Du hast mich besiegt, die mächtige Dämon. Bla, bla, bla. Kann ich jetzt irgendwo zwischendrin meine Sachen aufladen? Das wäre schön. Ja, das hast du gut gemacht. So, jetzt holen wir Zelda. Ja. Da geht er automatisch, der Link. Ja. Schlitz. Und Zelda wird gerettet. Juhu, danke, Link. Das ist so nett von dir. Voll schön. Ja. Hey, wow. Oje. Alles stürzt ein. Ja, der Haupteingang ist leider weg. Müssen wir einen anderen Weg gehen. Jetzt ist die Frage, habe ich hier irgendwo vielleicht etwas... Nee, alles eingestürzt. Einfach nur so ein Weg, wo ich mich noch ein bisschen aufladen und buffen könnte. So mit Items und so weiter. Nee, gibt's irgendwie gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Hier die falsche Tür ist sogar weg. Ja, gar nichts mehr ist da. Da kann ich nicht ran. Ach, da nach unten, da wird's noch gehen. Ja, ich bin ein Idiot. Also da bin ich jetzt echt selber schuld. Da gibt's sogar Feen. Was ist denn da los? Kann ich das nochmal holen? Okay, da bin ich jetzt wirklich selbst schuld. Soll ich mir... Nee, die Feen sind einfach... Das ist nur so eine Versicherung, die ich nicht brauche. Und ich bekomme ja mehr Bomben als andere Sachen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich nächstes Mal Bomben brauche, oder? Nee, Blödsinn, stimmt ja gar nicht, weil Pfeile sind ja auch noch welche. Okay. Gut. Haben wir genug Bomben jetzt? Ja, noch nicht ganz. Einmal gehe ich noch rein. Ja, hätte ich das doch in der letzten Folge gemacht. Aber gut, dann sind es wenigstens 50 Folgen. Hier ist ja auch schön. Haben wir 50 Folgen voll gemacht. So. Gut. Oh nein, ihr kommt hier nicht raus. Ja. So, okay. Jetzt ist wirklich die Frage, wie ich da rankomme. Was ich da machen kann. Ja. Okay, das war mal falsch. Das ist auch falsch, klar. Vielleicht brauche ich hier dann wirklich Bomben. Nee. Gut, aber wie habe ich... Moment, ich habe diese Dinge doch letztens irgendwie... besser gemacht, oder? Nee. Hm. Ja, ich weiß, ihr wisst das natürlich. Es ist mir klar, dass ihr das wisst. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht mit Bomben hier rein? Nee, auch das geht nicht. Ah, mit dem... Moment, mit dem Ding? Ich meine, das Gute ist, es gibt ja jetzt nicht so unendlich viele Möglichkeiten. Kann ich da jetzt irgendwas... Ich kann ja da... Boah, das ist richtig, richtig bitter ist das. Das ist halt echt immer so doof, wenn man nicht weiß, wie man das Ganze angehen muss. Ich habe ja jetzt so ziemlich alles probiert, oder? Ach, der... Was war... Wo kam diese... Ach, wo kam diese Kugel her? Hm. Ich kann ja... Na, schieß. Okay, ich kann die zumindest. Was habe ich denn für Items? Das Ding? Ah ja. Ah, okay, verstehe. Alles gut. Und da müssen wir jetzt mal rein. Das hat so ein kleines süßes Loch. Würdest du mich bitte da reinlassen, Spiel? So. Oh nein.
Moment. Sag mal. Die sind aber ganz schön hartnäckig. Warum? Wie können die so hartnäckig sein? Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Ich glaube ja fast nicht. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Bin mir nicht sicher. So, okay. Aber ich mag das, wenn man so schön langsam draufkommt, wie man das Ganze angehen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe hier drinnen. Ich weiß ja nicht, ob ich... Oder kann ich da nur einen besiegen von denen? Ach, da ist nur einer zum Besiegen. Ah, verstehe schon. Die sind alle falsch, bis auf diesen einen, wa? Okay. Hab's verstanden. Okay. Ein Ding ist hin. Ich sollte mich jetzt dann mal dran machen, vielleicht die... ein Elixier zu nehmen, ne? Später dann. Also wenn dieses Knubbel da endlich dann... die zweite Hand... Ja, komm. Ja, mach, das ist eine gute Idee. So, zack, und rein da. Finde ich ja immer schön, wenn die so doof sind. Oh. So, nee, seht ihr. Ist schon der. So, sehr schön. Wunderbar. Was passiert hier? Oh mein Gott, die sind klupsi klein. Guck mal, diese kleinen Äuglein. Ah ja. Ich sehe schon. Ah, da muss ich wahrscheinlich... Okay. Ja. Sehr schön. Und stirb. Alles klar. Ja. So. Okay. Komm, ich nehme jetzt einmal den da. Sehr schön. Und einmal den da. Weil es egal ist. Komm, wir können das, uns das jetzt gönnen, ne? So. Wow, ich bin so gut. Oh, oh. Ja, super. Ah ja. Dachte ich schon, geht das so? Nee, natürlich nicht. So. So. So, und jetzt hoffentlich der letzte Schlag. Und, oh, ja, war genau ein Schlag. Okay. So etwas Dummes. Was ist mit der Kraft des Forts, der dämonischen Kraft? Oh nein, es ist das... Oh, 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 oh. Das Ding zerbricht und explodiert und zerballert und alles ist kaputt. Okay. Tja. Eine rote Mütze. Bekommen wir jetzt die rote Minischmütze. Das ist ja schön. Aber wir sind ja rot. Oh, Link. Schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Fati besiegt. Das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss. All die Menschen. Ja, wer hätte das gedacht? Nun, da Vati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Selo. Ich bin der Weise von Tyloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeih mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Oh, Zelda bekommt eine Zipfelmütze. Das ist ja schön. Sieht ein bisschen doof aus. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. 3 Rufezeichen. Oh, ach,
Ach, das ist ja toll. Okay, Zelda wünscht sich offensichtlich, dass alles wieder so schön ist wie vorher in ihrem Schloss. Das freut mich. Und alle versteinerten Wachen und Dienstmägde werden wieder entsteinert. Die sind alle sehr froh. Huch, was ist da passiert? Oh, Dienstmädchen, das ist ja schön. Und die ganzen Monster verschwinden wieder. Auch am Berg verschwinden die Monster. Und der Zugang zur heiligen Stätte wird wieder ein wunderschöner Innengarten. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze erzittert vor solch Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers, das sagt er, ne? Weil Fati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Force könnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeiten des Abschieds scheint gekommen zu sein. Das Tor von Tyloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tyloria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Link, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Was ist denn das? Ah ja. Okay. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Ja, witzig, dass wir rot sind, weil eigentlich sollten wir ja grün sein. Und er ist weg. Tschüss, kleiner Minish. Lebe wohl. Und die Tür verschwindet für die nächsten 100 Jahre. Ja, und das war The Legend of Zelda, The Minish Cap. Und ja, was soll ich sagen? Also, ganz ehrlich, es ist eines dieser Zelda-Spiele, die ich am allerwenigsten bisher gespielt habe. Und ich muss sagen, ich bereue es irgendwie, weil ich fand's richtig, richtig, richtig cool. Also, natürlich, es hat Mechaniken, die sonst eher selten sind, ja. Wie zum Beispiel dieses Fragmente verschmelzen. Und es war auch damals, hat mich gestört, dass es so kurz war. Also es fühlte sich so kurz an, weil es irgendwie nur 4 Dungeons gab. Eigentlich 5 oder 6 Dungeons in Summe mit dem letzten. Und das war schon ein bisschen kurz, aber im Endeffekt, man muss sagen, dadurch, dass die Welt so viel zu erkunden hergab, war das schon echt trotzdem ein langes Projekt. Ich meine, das ist jetzt die 50. Folge, jeweils 20 Minuten, haben wir schon ein paar Stunden gespielt. So ist es nicht, ne? Für die 100%. Und es hat richtig Spaß gemacht, eben auch das Erkunden, auch wenn zwischendrin natürlich manchmal ein bisschen doof war, das Suchen nach den Leuten, die irgendwie verschmelzen wollten. Aber ich fand die Mechaniken eigentlich echt cool. Und wie gesagt, ich habe es eh schon mehrmals während des Let's Plays gesagt, ich finde die Overworld so cool, weil man wirklich an allen Ecken Dinge erkunden kann und mit neuen Items neue Dinge erkunden kann. Also das ist schon wirklich ganz was Besonderes. Ja, dieses Gimmick mit Groß und Klein machen wurde auch immer super umgesetzt, allen voran im Dorf, wo das dann wirklich so war, dass man immer wieder als Kleiner neue Ecken entdecken konnte. Das ist schon schön. Und ja, so auch. Also ein paar Dinge, also das Lotteriespiel ist schlecht, ja, muss man einfach so sagen. Das ist schlecht umgesetzt und nervig, aber ansonsten die anderen Dinge waren echt cool. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie zu blöd war, das zu finden, wo mir die Tingles das dann auf die Weltkarte markieren, wo ich noch verschmelzen kann. Aber ja, da habe ich mir dann halt eine Lösung geholt und geguckt, mit welchen Leuten ich verschmelzen kann. Das habe ich dann eh relativ schnell gefunden. Und ja, hat cool gepasst. Eine nette Item-Auswahl, also die Werkzeuge und Waffen, die man bekommt, sind cool. Die Upgrades sind toll. Vielleicht nicht ganz durchgängig, weil warum kann ich nur 50 Bomben maximal, aber 99 Pfeile ist ein bisschen komisch, aber ist halt so. Die Dinge mit den Flaschen sind nett, dass man da diese ganzen Sachen reinpacken kann. Ist vielleicht ein bisschen viel für nur 4 Flaschen, aber ja, ist halt so. Aber trotzdem, richtig tolle Geschichte. Und es ist eben das letzte The Legend of Zelda, was von Capcom entwickelt wurde, weil da hat ja zu der Zeit Nintendo mit Capcom eine Vereinbarung, dass die eben die Zelda-Spiele für die Handhelds machen. Und ich muss sagen, ich finde, die haben eine gute Arbeit geleistet.
Hiermit endet das erste Abenteuer von Link. Wieso das erste Abenteuer? Doch was wird die Zukunft Link, Zelda und den Hylianern noch bringen? So geht die Geschichte weiter. Was? Solange die Kraft des Force es will. Man muss sagen, ich finde die anderen Handheld-Games, die dann nachher noch kamen, die waren halt nicht mehr so toll. Weil das waren die beiden DS-Games und die waren halt eher abgestimmt auf den Touchscreen, ja? Also Phantom Hourglass und Spirit Tracks waren auch coole Spiele, aber da hatte ich hier mehr Spaß dran. So, wir speichern, weil es gibt natürlich noch ein bisschen ein After-Adventure-Geschichtchen, ja? So, weil wir haben da jetzt so einen Force, wie man sieht. Es ist zwar wieder das dunkle Schloss da. Ich bin immer noch rot. Okay. Aber der Witz dran ist jetzt. Ja. Ihr habt's vielleicht vermutet. Unser Lieblingsspiel kommt jetzt wieder. Ja. Denn jetzt gibt's. Also, am Ende aller Tage hat sich unser Freund da unten direkt nochmal Mühe gegeben und haut noch ein paar Figuren raus. Ja. Man glaubt es kaum. Oh, ich habe auf dich gewartet. Ich hatte wieder eine Eingebung. Die letzten Figuren sind fertig. Willst du gleich Lotterie spielen? Nein, noch nicht, weil ich muss erst gucken, wie viel. Die Flasche. Ich glaube nämlich, ich muss gucken, wie viele neue das es jetzt gibt. Ob ich da immer mit 100% reinfahren kann oder ob das jetzt irgendwie 80 neue sind oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gut, das passt. Ja. Ich will ziehen. Interessiert du dich für diese Maschine? Dann hör mir erstmal zu. Ja, ist okay, komm. Jupp, go. Ja, ich möchte so viel muscheln, damit ich auf jeden Fall hier. Damit ich auf jeden Fall auf 100% komme. Ne? So. 97 Muscheln. Jupp. Weil ich glaube nämlich, dass ich den Cheat nicht mehr aktiviert habe, damit ich unendlich Muscheln habe. Deshalb muss ich mit 100% fahren. So. Und hier. Zelda und Link, der König von Hyrule und Großvater Alberich, sind seit langem befreundet. So kennt Zelda Link schon seit frühester Kindheit. Sie möchte, dass Link mutig, stark und berühmt wird. Juhu, herzlichen Glückwunsch. Super, voll toll, ne? Weil ich habe nämlich... ich habe ihn doch noch aktiv. Okay, alles gut. Dann können wir ja locker auf 100% drauf fahren. Selbst mit einer Muschel ist man noch auf 3%. Ja, also das ist alles echt, das passt schon so. So. 98 Muscheln. Jupp, go. Ich hätte immer mit einer Muschel. Aber das wäre zu mühsam geworden. Na, egal. So. Düm, 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 düm. Und wir bekommen Minish Ecelo. Der Minish Ecelo, bevor er vom Fluch des Hexenmeisters getroffen wurde, ein berühmter weiser Zauberer in der Welt der Minish. Unter den vielen Werkzeugen, die von Minish hergestellt werden, sind seine ganz besondere Wunderwerke. So, ich muss kurz trinken. Jupp. So, wie viel hast du denn noch? Hm? So, 3 von 6 haben wir jetzt. Also das ist jetzt Nummer 3 von den 6, 9. Dum, 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 dum. 99, super. So, passt. Und es ist... Schwarzer Ritter. Treten im dunklen Schloss Hyrule auf. Stärkste Variante der Schattengarden. Gleichermaßen geschickt im Angriff und in der Verteidigung. Behindern Link bei dem Versuch, Fatis Zeremonie zu stoppen. Okay. Wenn du meinst. Aber toll, dass du so Eingebungen hast. Ich meine, du bist beim Abenteuer nicht mal dabei, aber kannst hier alles machen. Also alles hier nachmachen in Form von Figuren. Das ist schon... Ja, es ist eine Leistung. Typi, ne? So. Immer noch 99. Ich glaube, 99 ist das Maximum, oder? Kann das sein? Ja, sehen wir eh gleich, ob wir jetzt irgendwann 100 Muscheln auch noch zahlen können. Dämon Fati. Nachdem Hexmeister Fati das Force erlangt, wird er zum Dämonen. Seine besonderen Flüche und die Strahlenattacken aus seinen kreisenden Pupillen sind gefährlich. Kreisenden Pupillen, okay. Ja, vermute mal, die letzten drei Figuren sind die Endboss-Figuren. Ja, also die Endbosse. Und wir fahren nochmal hoch auf 100 Muscheln, weil ich das so mag. Das ist so schön, so toll und auch... Ja, okay, es sind doch 100. Ja.
100 Muscheln, 100%. Schaffen wir. Und ich hoffe, ihr seid mir wirklich nicht böse, dass ich hier da gecheatet habe, aber das müsste sein. So. Gift-Dämon Fati. Dämon Fati nach einer weiteren Verwandlung. Hat keine Ähnlichkeit mehr mit den ursprünglichen Fati. Kann nur mit dem heiligen Schwert der Vier besiegt werden. Ja, war ein cooler Endboss. Hat mir gefallen. Muss ich auch sagen. Wobei bei der letzten Phase wusste ich halt nicht, was zu tun war, aber ging dann eigentlich auch. Ja, ich finde es schade, dass wir ihn nicht beim ersten Mal geschafft haben, aber ganz ehrlich, wir müssen eh das hier noch mitnehmen, also es passt dann ganz gut, dass wir da noch so eine Folge gemacht haben. So. Und jetzt müsste die letzte sein, oder? So, und Erzdämon Fati. Erzdämon Fati nach seiner letzten Verwandlung. Er ist nun durch und durch böse und kennt nur ein Ziel, Link zu vernichten. Man muss seine Schwächen ausnutzen und das Schwert der Vier einsetzen. Wow! Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Figuren, die es gibt. Ich bewahre sie sorgfältig auf. Du kannst sie dir jederzeit hier anziehen. Außerdem verleihe ich dir diese Minitendo-Goldmedaille. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen. Okay, Minitendo-Medaille erhalten. Sehr schön. Guck mal. Ja, jetzt haben wir keine Muscheln mehr. Ja, und das Witzige dran ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob wir das erst seit jetzt machen können, aber ich glaube schon, weil wir haben ja noch einen alten Bekannten, ihr erinnert euch. Der war, wo war denn der hier, ne? Ja. So, kommen wir da jetzt überhaupt hoch? Mal schauen, wo sind wir da jetzt genau? Ja, es müsste eigentlich da gewesen sein, ne? Einmal nach oben. So. Gut. Hey, Oma. Nein. Ich wollte eigentlich nur mit dem sprechen. Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützenwicht. Schön, dass du mich hier im letzten Winkel des Gebirges besuchen kannst. Trägst du etwa einen Schild in der Hand? Für uns Garonen ist das die allergrößte Delikatesse. Oh bitte, meine liebe Mützenwicht, lass mich von deinem Schild probieren. Keine Sorge, ich probiere nur ein klitzekleines Stückchen, ehrlich. Lässt du mich dein Schild kosten? Ja, komm, ist ruhig. Ist dir klar, dass du dein Schild in der Zwischenzeit nicht verwenden kannst? Überlässt du mir trotzdem? Ja doch, natürlich. Oh wirklich, danke, dann will ich gleich mal... Wahnsinn. Oh, wie verzüglich. Es stimmt tatsächlich. Erlesenes Futter. Ich habe kein Schild mehr. Ja, gut. Dann gehen wir einmal da nach unten. Da mal rein. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt warten muss. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was ich da jetzt bekomme. Oh, wie lecker. Lass mich noch ein Stückchen probieren. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich lange warten. Ich weiß es ja echt nicht. Und der Witz dran ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich Fati besiegen muss oder ob ich die ganze Nintendo-Galerie fertig haben muss. Aber das kann ich erst jetzt machen. Ich meine, für beides muss ich eigentlich das Spiel schon durchhaben. Und ja, was ich jetzt bekomme, ist halt einfach so... Weiß ich nicht, wozu? Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat es Spezialfähigkeiten. Ja, lass mich noch ein Stückchen probieren. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da jetzt warten muss. Moment, ich mache jetzt mal den da. Oh, ja, den wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich den machen. Einfach ein bisschen Turbo. Flip, 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 flip. Okay. Ich glaube, ich muss da wirklich einfach wohin reisen. Ich habe kein Schild mehr. Oder? Warten wir einfach ein bisschen ab. Nein. Ich spule davor, ja. Man kann nämlich bei der Emulation einfach schneller machen, wie man sieht, ne? So. Oder vielleicht muss ich ein paar Schritte machen, das kann ja auch sein. Okay. So, ja gut, dann fliegen wir einfach mal in den Wald. Oh, ich sollte vielleicht schon hier auch richtig, nicht mit B, sondern mit A. So. Warten wir hier ein bisschen. Ja, vielleicht muss ich mich bewegen, ich weiß ja nicht. Ja, es sieht jetzt sicher lustig aus. Hey, warum sind wir so schnell? Ach nee, stimmt, ich habe...
Vielleicht kann ich hier wirklich voll arg kaputt machen. Yay, Party Time! So. Probieren wir es nochmal. Eigentlich kann ich hier eh auf die... In voller Geschwindigkeit kann ich das machen. Ich schaff das. Ich sterb nicht. Okay, ich sterb vielleicht doch, wenn ich nicht aufpasse. So. Delete. Eine Fee. Die brauche ich auch ganz dringend, wie man sieht. So. Noch eine Fee. Das ist ja witzig. Warum kommen da so viele Feen raus? Hilfe. Spiel. Wahnsinn. Sachen passieren. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Ob das jetzt, wie gesagt, ein Timer ist oder irgend sowas. Vielleicht muss ich einmal ins Schloss reingehen. Ja, auf jeden Fall, das ist einer dieser Dinge, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ja, warum das hier irgendwie ganz zum Schluss dann kommt, ja. Weil das bringt nämlich genau gar nichts, dass ich jetzt das Item, was ich da bekomme, hier jetzt habe. Weil es ist halt, ich meine, weiß ich nicht, ja. Falls wir es überhaupt irgendwann mal bekommen. Ich laufe einfach mal ein bisschen... Oh, das war vielleicht keine gute Idee. Ich laufe hier mal ein bisschen mit Turbo-Modus rum. Blöd wäre, wenn ich jetzt sterben würde, ne? Also vielleicht doch hier... Lass mal den Turbo-Modus wieder bleiben. So. Oh, wir überziehen ein bisschen. Was ist denn da los? Ja, ihr müsst euch das natürlich nicht mehr ansehen. Ist klar, das Let's Play ist vorbei. Ich wollte nur das tollste aller Items, ja. Nicht. Wollte ich einfach mal zeigen. So, eine Fee, super. Noch eine Fee. Oder muss ich ihm noch ein Schild kaufen? Das kann natürlich sein, dass ich ihm noch ein Schild kaufen muss. Aber wahrscheinlich hat der jetzt? Hast du jetzt Schild noch zu verkaufen? Ach, ich kann jetzt auch keine Muscheln mehr verkaufen. Ein Schild, ja, 40, okay. Vielleicht muss ich ihm auch mehr... Es kann sein, dass ich ihm echt mehr Schilde kaufen muss. Das ist immer das Problem mit den Komplettlösungen. Dass die immer ein bisschen vage formuliert sind. Und ich weiß es ja selbst nicht mehr. Aber er sagt, er möchte noch ein Stückchen probieren. Ja, bekommt er eben hier ein Schild. Aber jetzt habt ihr auch mal den Turbo-Modus gesehen. Das ist auch was Schönes. Du, Corona, guck mal, ich habe noch was für dich. Ich habe noch ein Schild für dich. Oh, formidabel. Vielen Dank, meine liebe Mützenwicht. Vielen Dank, dass du mich den Schild schmecken ließest. Es fällt mir nicht leicht, aber versprochen ist versprochen. Ich spucke den Schild jetzt aus. Wumpf, oh mein Gott. Und es ist ein Spiegelschild, ein strahlender, starker Schild, der Angriffe zurückprallen lassen kann. Ups, irgendwie hat sich die Form des Schildes ein wenig geändert. Aber kein Problem, der Schild ist einfach nur anders geformt, finde ich jedenfalls. Tja, also nichts für ungut, tschüssi. Jetzt haben wir nämlich hier echt ein Spiegelschild. Wo ich halt sage, ich verwende Schilde so selten in Zelda. Und so ganz am Ende, ganz ehrlich, ganz am Ende, warum? Es kann sein, dass ich es früher machen hätte können, aber wir waren ja, als wir ihn gefunden haben, konnten wir ja noch nicht, ne? Ja. Gut, aber das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt haben wir wirklich, glaube ich, 100% voll. Ja, alles in allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, das ganze Spiel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich mit den Zaubermuscheln etwas gecheatet habe, aber das wäre zu viel gewesen und es ist auch irgendwie ein bisschen dumm gelöst, wie gesagt. Ja. Aber das war's jetzt und gut, ja. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht und wenn ihr wollt, sehen wir uns natürlich dann gern in einem anderen Projekt wieder. Bis dann, sage ich danke fürs Zusehen und tschüss, Leute.